Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark. Hier geht es heute wieder los und wenn das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr positive Werte, Leute, das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, Leute, das wäre noch viel lieber von euch. Das wäre echt super, super schnieke von euch. Was ich letzte Folge nicht erwähnt habe, was ich aber eigentlich erwähnen wollte, was ich dann nur noch ganz schnell reingeschnitten habe, ist, dass ich auf meinem Zweitkanal noch eine Fortnite-Montage hochgeladen habe. Und wenn ihr da reingucken wollen würdet, würde mich das sehr, sehr freuen. Nämlich saß ich da eine halbe Ewigkeit dran. Ich habe da eine Woche immer so nebenbei dran geschnitten. Da sind über 10 Stunden locker drauf gegangen. Von daher, wenn ihr euch das Ganze mal angucken wollt, würde ich mich auch sehr drüber freuen, Leute, wenn ihr da ein bisschen Support zeigen würdet. So, jetzt legen wir los. Ich will euch erstmal zeigen, wie ich die Dinos benannt habe. Nämlich habe ich den Booty da oben, habe ich Jabba genannt. Es wurde einmal Jabba und einmal Jabba da hat vorgeschlagen. Und ich habe mich einfach für Jabba entschieden, weil ich dachte, Jabba ist irgendwie cooler. Unser Booty Jabba da oben. Und dann haben wir hier noch Zoroark. Zoroark ist ein Pokémon und ich hoffe, dass er das auch meint. So, dann... was wir heute machen, warum ist eigentlich Primal Wars dran, fragt man sich so. Eigentlich wäre Primal Wars ja nicht dran, eigentlich wäre jetzt wieder Devin dran, aber ich dachte so, wir machen nochmal Primal Wars, das kommt immer super gut bei euch an und mir macht das auch super viel Spaß, also warum nicht einfach nochmal? So, was ich mir rausgeguckt hatte, ist einmal hier ein Majungasaurus, das sind glaube ich die Alo-Dinger oder nicht, wenn ich mich nicht irre, von daher Bionic Majungasaurus will ich mir unbedingt angucken, 540, super, super sick. Dann... ist das hier das Ding, was uns draufgegangen ist. Und da ist ein 560er auf dem Server. Und den konnten wir nie richtig testen, weil er direkt gestorben ist. Von daher will ich davon ganz gerne auch nochmal einen haben, um den mal zu testen. Das machen wir wahrscheinlich auch die Folge. Und dann hatte ich noch irgendwas gesehen. Eine Wyvern. Ich würde gerne mal sehen, wie die aussieht. Ich habe noch gar keine davon gesehen. Von daher gucken wir mal. Bionic Seeker ist ein 340er auf dem Server. Vorhin war hier nur ein 100er. Von daher, wir gucken mal. Wir werden heute viel, viel zähmen, denke ich. Aber ich habe richtig Bock. Bionic Froggy, was zum Teufel? Ember Bird 520, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Drachen gibt es auch in Bionic. Ich habe keine Ahnung, ich will alles haben. Von daher, wir gucken gleich mal rum, was wir also finden. Und wir werden uns einiges sehen. Und ja, ich freue mich schon drauf. Okay, ich habe den ersten Brudi gefunden und der war so nah bei uns an der Base. Was zum Teufel, Alter. Ich dachte, ich muss da so hinfliegen. Das hätten wir auch ganz fix zusammen machen können. Und der, also ich habe ja die Werte ordentlich, ordentlich hochgeschraubt seit dem letzten Mal. Von daher, der dürfte jetzt auch ordentlich... was machen an Schaden, hoffentlich, denke ich. Oh mein Gott, warum habe ich die Karte noch draußen? So, zack. Dann wollen wir mal auf ihn schießen. Oh mein Gott. Oh nein. Bitte mach... macht der Sachen? Ja, der macht Sachen. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, hä, macht der gar nichts? Okay, das wäre ja auch easy gewesen. Macht wohl viel Schaden. Sollte ich warten und das testen? Ich weiß es nicht. Schlag mich einmal. Komm schon. Einmal darfst du. Ich will nur wissen, wie viel Schaden du machst. Ah, okay. Das war gar nichts. Oh nein, sag mir nicht, dass er keinen Schaden macht. Das wäre schon ziemlich miese Brise. Hey, Brudi, da? Alles klar? Bist du überhaupt noch sauber? Nee, rennt! Guck mal, wie er rennt! Oh mein Gott! Der ist so cool eigentlich. Ich hoffe, dass er wirklich Schaden macht. Bist du Raptor, bist du das wirklich, hä? Willst du einen Kampf, hä? Gegen meine Spitzhacke? Eins gegen eins, Junge! Gar keine Chance. So, zack. Kibbel habe ich am Start. Der braucht auch nur einen, ey. Der ist ja im super Sonderangebot. Wo habe ich sie? Da, zack. Und gezähmt. Easy peasy. So, dann schicken wir jetzt mal unseren Heini hier schnell nach Hause. Unseren Horus. Oh, kann ich da so drauf? Ey, lass mich ran hier. Junge, das sieht halt so stumpf aus. Und letztes Mal konnten wir ihn überhaupt nicht austesten, weil ich direkt von dem Sarko umgehauen wurde. Aber das wird uns diesmal nicht passieren. Also diesmal werden wir den wahrscheinlich ausleveln können. Ich weiß so nicht, wie gut das ist. Ich glaube, der macht halt nichts. Wir werden es gleich sehen. Komm, den Startschaden können wir mal eben ganz schnell abchecken. Schnell ist auch so eine Sache mit dem. Kann der irgendwas Cooles? Ich glaube nicht, ne? Das hatten wir schon mal abgecheckt. Der macht halt gar nichts außer normalen Angriff. Aber er kann springen, ey. Das ist ja schon mal so ein bisschen was. So, ich will dem Bronto da eben eine runterhauen. Jetzt gibt es eine Schelle, aber ordentlich. Oh, nee. Nee, es gibt gar nicht ordentlich eine Schelle. 1000 Schaden oder was? Was ist das denn? Hat er nicht vorher sogar mehr gemacht? Und warum... ah, nein! Oh mein Gott, ich habe so reingefailt. Nein, ich habe eine neue Maus angeschlossen und ich habe das Makro noch nicht installiert. Ich kann nicht ganz viele Level auf einmal verteilen. Oh mein Gott, nein. Wie soll mein Leben weitergehen? Aber wie viel machen wir jetzt? 1600, willst du mich flachsen? Das kann doch nicht angehen, warum macht der so wenig? Der macht ja absolut wenig. Macht er mit dem Rechtsklick mehr? Und ich muss gleich unbedingt mein Makro wieder hinbekommen. LOL! Ich kann den packen! Und mitnehmen! Was zum Teufel, du, das bringt uns halt nicht viel.
Weil der gar keinen Schaden macht. Okay, ja. Irgendwie kommt das auch vor, als wenn wir mehr machen. Aber nee, die haben einfach nur alle super wenig Leben. Wie war der denn? 44.000. So, wollen wir mal eben testen. Ja, wir machen halt. Wir machen so ein bisschen Knierschaden anscheinend. Aber das haut auch nicht so rein. Oh mein Gott, das ist ein halber Endboss. Ja, Leute, ich würde sagen, wir treffen uns gleich wieder. Kann mir das jemand erklären? Was zum Teufel war das? Junge, der hat einfach absolut abgeschissen. Oder sind sogar Eier zwischen. Junge, der What? Das ist der heftigste Kota, den ich jemals gesehen habe. Fiomi hat eingepackt, damit kann ich Sachen malen auf dem Boden. Guck, ich habe Herz gemalt und ich wollte das nicht malen. Es ist schon ein bisschen romantisch, oder? So ein Kackherz? Das kriegt man auch nicht jeden Tag. Leute, ich bin ganz ehrlich. Ich habe von dem Ding ja echt nicht viel erwartet, ne? Aber ich bin trotzdem enttäuscht. Das ist ja absolut Grütze. Warum macht der denn so wenig? 29.000? Zumindest kann ich Sachen packen, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen kann. Alter, das ist ja richtig im Mund drin. Lol, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Okay, das ist ganz cool gemacht. Okay, der ist nicht so ganz im Mund drin. Aber, ja, der macht echt keinen Schaden. Und ich habe irgendwie 400% Movement Speed drauf oder 300. Ne, 400. Und der ist einfach trotzdem noch langsam. Und irgendwie ist er fast ausgenockt. Ich verstehe gar nichts mehr. Der ist auf jeden Fall nicht stark. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Ding, was hoffentlich stärker ist. Hab gerade eher zufällig die Bionic Wyvern gefunden. Eigentlich hatte ich mir den Mayunga Dingsbumsaurus rausgeschrieben. Aber jetzt, wo ich den so sehe, bin ich schon ein bisschen interessiert. Ich glaube, wir nehmen uns den mit. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass ich den töte. Wo will ich denn ganz hin? Oh, das war nicht geplant, ey. Das war überhaupt nicht geplant. Kriegen wir das irgendwie hin, den umzuschießen? Hallo, Mr. Bionic Wyvern, Sir. Fress sie das! Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Muss kurz los. Wo fliegt der hin? What? Auf einmal ist er wieder oben. Oh, sag mir nicht, dass der irgendwie buggy ist. Oh, der Schuss war ja schon mal stabil gerade. So, der? Oder der? Nimm einfach einen, bitte. Ah, einer hat gesessen. Okay, okay. Ah, oh, macht er so viel Schaden? Macht er so viel Schaden? Oder habe ich vorher schon Schaden gehabt? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass der irgendwie überall im Land ausgenockt wird. Ey, komm mal ein bisschen mit, Brudi. Alter, der sieht so cool aus. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, ich habe nicht viel Schaden bekommen. So. Wie sieht's aus? Nein, greift nicht. Nein, 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 nicht die. Die machen Schaden. Die machen echt Schaden. So. So, hau dich hin, Brudi. Gute Nacht. Nice. Oh mein Gott, Alter. Der sieht so fresh aus. Aber echt. Der sieht richtig, richtig gut aus. So. Nimm meinen Kibbel, Brudi. Alter, what? Oh, Alter, sieht der sick aus. Vor allem die Farbe rot-grün, Alter. Richtig, richtig gut. Zum Glück ist mein Inventar so gut aufgeräumt. Deshalb finde ich meine Kibbel auch direkt wieder. So, zwei Stück. Ja, habe ich richtig gesehen. Alter, Leute, guckt euch die mal bitte an. Guckt euch die mal bitte an. Die sieht so gut aus. Alter, das war echt ein Zufall, dass wir die jetzt gesehen haben. Weil ich dachte, die machen wir vielleicht nächste Folge. Aber jetzt, wo ich sie gesehen habe, habe ich doch ein bisschen Bock bekommen. Eigentlich wollte ich nur kurz den Schaden testen, aber hier ist ja gar nichts in der Nähe. Dann schicken wir doch eben den Griffin nach Hause und dann suchen wir uns Gegnerz. Gegnerz gesichtet. Gegnerz gesichtet. Wie viel Schaden? Bitte mach Schaden. Was? Warum? Oh, wow. What? Was war das für ein Schuss? Auf einmal macht der Celestial Schüsse. Was zum Teufel? C-Angriff ist ganz normal Feuer. Das können wir auch mal eben abchecken. Aber warum macht der so wenig Schaden? Ich habe den Schaden bei dem Übel hochgestellt. Ihr habt das gesehen bei dem Hai. Mein Hai macht eine Mille Schaden. Warum die anderen nicht? Junge, der kann die übel oft schießen. Aber übel, übel oft. Alter, what? Der kann damit rumspammen. Vielleicht ist er gar nicht so kacke. Ich kann mir vorstellen, dass er ganz okay ist. Vor allem, wenn er halt so oft schießen kann. Guck, das sagt, der macht sogar irgendwie so einen Effekt. Hey, der gefällt mir übel, übel gut. Aber der Schaden ist halt grotten. Warum ist der Schaden so? Na, guck mal, wie viel Erfahrung wir schon haben. Nice, zack. So, mein Makro geht jetzt auch wieder. Zack, zack, zack. Können wir jetzt so durchleveln. Mal gucken, hoffentlich macht der Schuss jetzt mehr Schaden. Weil wenn der Schuss nicht mehr Schaden macht, dann können wir es komplett vergessen. Oh, der macht genauso viel Schaden wie vorher, oder? Oh, warum diesen? Leute, ich habe mich gerade so krank erschrocken. Ich habe den gerade gelevelt und auf einmal hat er geschrien, wie sonst was. Und die macht jetzt gerade doppelten Schaden, weil die low ist, oder was? What? Damit habe ich nicht gerechnet. Der hat gerade so krank geschrien. Ich habe mich so erschrocken. Ich bin richtig zusammengezuckt. Und jetzt macht die anscheinend doppelten Schaden.
Ich würde das ganz gerne mal abchecken, wie viel die denn jetzt macht. Die ist auf jeden Fall komplett ausgelevelt, von daher. Viel. Warum landest du jetzt nicht? Lande doch, Bruder. Oh, du hast einen Job, ne? Och, komm, warum? Ja, danke schön. Geht doch so. Jetzt wollen wir den Raptor einmal beißen mit doppeltem Schaden. So, doppelter Schaden ist 70.000. Oh mein Gott, ey. Oh, 100.000. 100.000 ist ja fast immer noch nicht gut. Oh mein Gott. Gefunden, Leute. Oh mein Gott, das ging mega schnell. Wir waren direkt neben dem. So, zack. Oh nein, zu Hause oben, wo ist er? Oh nein, das ist mitten in meinem Haus. Egal. Geh einfach in mein Haus. Warum nicht? So. Du da, willst du unserem Team beitreten? Nicht mal bitte, mach Schaden, bitte. Da habe ich die nur Wildstärke gemacht. What? Wie schnell er ist. What? Wie cool sieht das denn aus? Und er sieht allgemein auch super, super sick aus. Also das Design von denen ist halt überkrass. Ich muss nur den Schaden irgendwie in den Griff bekommen. Aber wenn ich die jetzt noch stärker schalte, dann wird ja mein Hammerhai, der macht dann 10 Mille oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist super komisch. Entweder die machen so unterschiedlichen Schaden oder... Hey, na? Ja, ja, jetzt rennt's weg, ne? Ja, habe ich mir schon so gedacht. Keine Chance. Alter, der sieht so... Die Viecher sehen so cool aus. Also vom Aussehen her überzeugen die mich ja halt komplett. Brauchen wir dafür uns wahrscheinlich. Ja, Kibbel finde ich wieder super schnell. So, zack. Nicht alle auffressen, bitte. Easy peasy, Leute. Und dann... Denn die kann man so reiten ohne Seil auch alle. Und warum haben die... Ah, die kriegen danach noch so viel Topo von meinen Pfeilen. Der wird gleich noch ausgenockt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, 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 nein, bitte nicht, bitte, oh mein Gott, oh, wie knapp, Alter, wie knapp, ich glaube, ich habe euch kennt. Oh, ich habe einen Stimulant dabei, okay, okay, wäre alles easy gewesen, aber oh, wir hätten ihn so wieder aufwecken können. Jetzt auf einmal ist der Arsch langsam, ich bin gerade am Sprinten, warum ist er so langsam? Willst du, ich flachse, aber guck mal die Animation an, wenn er läuft, die sieht so sick aus, und guck mal vorne, mit so Artefakten da dran und so, super nice. Bitte sag mir, oh, der kann auch schießen, wow. Aber der schießt irgendwo hin. Ja, wie tief muss ich denn ziehen? Die machen 21.000. Oh, bitte sag mir, dass das höher geht. Bitte. 100% nicht. Das wäre ein bisschen bitter. Movement Speed ist schon mal wichtig gerade. Ich hoffe, ich kann das Trike überhaupt wegprügeln. Ja, 4.000 Leben soll ich schaffen. So, wie viel Schaden? 900 oder was? Weniger als die Wyvern. Willst du mich flachsen? Die Wyvern war doch schon... Ach Leute, heute läuft es nicht so mit den Tames, würde ich sagen. Aber warum sind die denn so kacke? Hier frisst das, ich weiß nicht mehr, wo ich hinschieße, ey. Da habe ich Fallschaden bekommen? Oh, der war schon tot. Ja, da kann ich ja lange drauf rumschießen. Ja, okay, ich gehe trotzdem mal eben ausleveln. Vielleicht werden wir irgendwie positiv überrascht, aber ich glaube nicht. So Leute, habe ich gerade ausgelevelt und ich habe selber noch nicht getestet, wie viel Schaden er macht. Also, wir lassen das jetzt über... Oh Mann, willst du mich flachsen? Das ist ein ausgelevelter Bionic. 23.000, oh mein Gott. Und der Schuss, bitte... Ey, unser Alu steht hier noch. What? Der Schuss macht 6.000, der macht weniger als vorher. Nee, 21.000, okay, also... Ja. Ja, super, Dino. Ich glaube, die Brüder haben alle ein kleines Problem hier im Hinterstübchen. Bin mir aber nicht ganz sicher. What? Der hört ja gar nicht mehr auf. Was? Warum? Warum? Oh mein Gott. Das ist der größte Scheißhaufen, den ich jemals gesehen habe. Junge, hör doch einfach nicht auf. Guck dir das an, der legt doch richtig los. Oh mein Gott. Houston, wir haben ein Problem. Hey Leute, ich bin undercover unterwegs. Man kann mich einfach nicht mal sehen. Man kann mich überhaupt nicht sehen. Was zum Teufel? Junge, der hört auch nicht auf. Der ist hier morgen noch am Koten. Guckt euch das an. Ist das crazy? Ich war, glaube ich, noch nie so glücklich über Kacke. Das klingt so falsch. Irgendwann später. Okay, Leute, ich war jetzt 10 Minuten weg und das Kacke-Problem bleibt bestehen. Ich habe ihn gerade umgesiedelt. Er ist immer noch am Code, bis zum Gehtnicht mehr. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir werden für mal einen vollgekoten Server haben, oder ist das halt so? Aber der hier hat aufgehört tatsächlich. Setze ich mich drauf, fängt das dann wieder an? Nö. Okay,
Aber auf jeden Fall, Leute, wir hatten diese Folge nicht so die stärksten Dinos am Start, aber ich hoffe, dass ich das so irgendwie eingestellt bekomme. Aber trotzdem fand ich die Dinos ziemlich, ziemlich sick. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Das wäre super, super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und tschüssi. Und lasst auf jeden Fall einen Namen in den Kommentaren da. Dann suche ich mir welche aus.